Preisalarm des Tages. Wir zeigen Ihnen nochmal unseren Preisalarm des Tages, liebe Zuschauer. Ein ganz begrenztes Kontingent von einem Artikel, der absolute Spitzenklasse ist. Aus der Premium-Serie kommend zeigen wir Ihnen einen der besten Hand- und Bodenstaubsauger, die wir überhaupt im Programm haben. Und der natürlich nochmal preislich ganz besonders attraktiv. Deswegen der Preisalarm des Tages. Ein richtig schönes, aber vor allen Dingen saugstarkes Gerät, den ich jederzeit mal für den Boden, aber natürlich auch mal für Polstermöbel, fürs Auto oder für den Campingbus und dergleichen hervorragend benutzen kann. Was haben wir denn hier stehen? Unseren leistungsstärksten Staubsauger, den wir im Sortiment haben, beziehungsweise den ich jemals testen durfte, ohne dass er jetzt 600-700 Euro kostet, nur weil man sich vielleicht die Farbe aussuchen darf. Der hat 20 Kilopascal Leistung und das ist wirklich eine Wuchtbrumme unter den Staubsaugern. Denn normale handelsübliche Staubsauger, kabelgebunden, man sagt ja immer kabelgebunden haben angeblich mehr Leistung, haben so zwischen 10 bis 15 Kilopascal. Der hier hat 20 Kilopascal. Das heißt, das ist wirklich der Hulk unter den Staubsaugern. Das heißt, egal ob hochflorige Teppich, Boden, Parkett, Laminat, Fliesen, egal was, Polstermöbel, der saugt alles ab durch seine rotierende Bürste und ist dabei auch noch ein Leichtgewicht. Ohne Kabel, ohne Staubsaugerbeutel, aber dafür wirklich hier mit einer Wahnsinnsleistung. Mhm. Und gerade jetzt, wo natürlich auch der Sommer da ist, ne, wo man vielleicht auch mal das Auto absaugen möchte, ist der ideal, weil da kannst du auch mal so dein Auto oder Polstermöbel absaugen. Ja, und Diana, zeig uns das gerade mal. Jetzt ganz einfach hier das lange Rohr rausgesteckt. Ist eine Sache von 1-2 Sekunden, kurz ein Knöpfchen gedrückt, ja. Und dann hat man den zweiten Aufsatz auch schon wieder drauf. Und so klein und handlich, wie er ist und so saugstark, hat man natürlich auch mal eine tolle Möglichkeit, einfach mal über Polstermöbel oder mal über die Sitze oder auch mal durch einen Campingbus durchzusaugen. Ja. Das stimmt. Also man muss dazu auch sagen, der Handstaubsauger hat die gleiche Leistung wie der Bodenstaubsauger. Früher war das ja immer so, dass die Handstaubsauger keine großartige gute Leistung hatten. Ne? Und da ist dann hinterher mehr wieder rausgefallen, als man eingesaugt hat. Toll. Aber hier bleibt alles schön gefangen in den Permanentbehälter, den Sie später auch ganz leicht entsorgen können. Ja. Ne, man muss also auch keine Staubsaugerbeutel mehr nachkaufen, was ja auch tierisch ins Geld geht und auch nicht so gut für die Umwelt ist. Find die erstmal, die Dinger. Ja, und gerade auch, wenn man Allergiker ist, du kommst mit dem Staub nicht in Berührung. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe mir den damals als Zweitstaubsauger gekauft, dachte ich, naja, mal für die Treppe zum Absaugen. Ich habe meinen alten verkauft. Ne? Ja. Ich nutze nur noch den hier. Ja. Ist ein sensationelles Teil. Kannst du den mal ganz kurz heben? Diana, sei mal so lieb. Nimm mal gerade hoch. Ja, guck mal, mit einem Finger. Das finde ich so irre. Wow. Ja, wenn ich mir überlege, was ich in meinem Leben schon geschleppt habe. Super. Und ich glaube, ich bin noch ein recht fittes Kerlchen. Irgendwelche schweren, klobigen Staubsauger die Treppe rauf und runter. Da wird der ein oder andere wahrscheinlich jetzt zu Hause sitzen und leicht vor sich hingriemeln, weil er das Problem natürlich kennt. Ja? Hier haben Sie ganz einfach die Halterung noch mit dabei. Ja. Das, was Indiana gerade zeigt, ist die Wandhalterung. Die bekommen Sie mit nach Hause. Die hängt immer an der Wand. Das heißt, Ihr Staubsauger ist auch immer griffbereit. Das ist ja das Praktische. Weil normalerweise, also bei den Kabelgebunden war das früher so, die hat so in irgendeiner Abstellkammer, dann hast du die vorgeholt, hast sie zusammengesteckt, hast das Kabel rausgemacht. Ja, und hier ist alles fertig. Du musst gar nichts mehr umstecken. Also, wir haben ein kleines Leichtgewicht, unglaublich saugstark, beutelfrei, Zyklontechnik, kein Saugkraftverlust. Zwei verschiedene Saugmodi sind mit dabei, Normal und Turbo Boost. Sie können den als Hand- oder auch als Bodenstaubsauger benutzen und das ohne Einsatz eines Kabels. Besser geht es meines Erachtens im Bereich der Staubsauger gar nicht mehr. Doch, es geht günstiger und deswegen sind wir hier im Preisalarm des heutigen Tages bei Pearl.de schon sehr günstig zu haben. Fangen wir mit der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers an. Die liegt hier bei diesem Gerät bei knapp 350 Euro. Pearl.de hat den schon günstig für knapp 150 Euro. Sie sind im Preisalarm des Tages und das bedeutet, Sie sparen noch mal bares Geld. Satte 20 Euro an dieser Stelle gespart, denn Sie bekommen den Hand- und Bodenstaubsauger, dieses kleine Leichtgewicht, das leistungsstarke, für gerade mal 119,99 €. Das ist Spitzenklasse. Natürlich auch mal für unterwegs, für ein Campingmobil oder eben mal kurz, um am Wochenende mal die Sitze vom Auto auszusaugen. Kein Kabel, kein Beutel, Akku betrieben das Ganze, stabil und kräftig gemacht, aber dabei unglaublich leicht und handlich gemacht und das für noch nicht mal 120 Euro. Was Sie noch brauchen, ist jetzt die Bestellnummer, bevor Sie zugreifen. Das ist die NX7082 und die 569. NX7082 und die 569. Und unabhängig davon, dass er leistungsstark ist, klein und handlich, sieht er auch noch richtig gut aus. Unser heutiger Preisalarm des Tages. Viel Spaß damit.